So, meine lieben Freunde der Sonne, Freunde der Natur, ich grüße euch aus der Fülle des Lebens, aus der Flora. Ich habe heute einen wahnsinnig tollen Gast, auch Happy Mapper mittlerweile. Er ist ja Gast bei einem philosophischen Stammtisch. Er hat mich unterstützt bei World Smile, bei meinem Musikvideo, war er da als die Personifikation der Weisheit, meine Damen und Herren. Er hat ganz, ganz viel durchlebt. Er hat uns ganz, ganz viel zu erzählen. Er ist gerade von Leverkusen hier zum Botanischen Garten mit seinem Moped gekommen. Ja, ist gedüst. Er ist im Moped. Korrigiert er mich gerade schon. So, meine Damen und Herren, es ist ein guter Freund, Volker Specht. Ich grüße dich. Ja, ich grüße zurück und freue mich, dass wir hier zusammen auf einer sehr schönen Bank Ich sitzen. freue mich auch. Ja. Ja, die ist vor allen Dingen sehr gemütlich auf jeden Fall. Ja, die richtige Höhe. Kann man ja mal ganz kurz zeigen hier. Ja, da kann man also Wie bei Robin getrost Hood. auch mal runterfallen. Das ist nicht Genau, tragisch. da warten auch schon zwei leckere Smoothies auf uns, die habe ich vorbereitet. Welche Farbe hättest du denn, lieber Volker? Was ist denn mehr deins? Grüne. Die grüne, okay. Antioxidantien, meine Damen und Herren, was ist Aha. da? Kiwi, Limette, Gurke mit Leinsamen, Vitamin C, E und Selen. Vor Gebrauch schütteln. Vor Nach Gebrauch. Schütteln nicht mehr zu gebrauchen. Aber bevor du die jetzt erstmal aufmachst, lieber Volker, ich habe vergessen zu sagen, dass der Volker kosmischer König ist, ja. Das hat er mir bei Facebook geschrieben. Wie ist das zu verstehen? Wie bist du zu diesem Titel kosmischer König gekommen? Ich war bei einem Friseur in Leichlingen, Lord of the Hair. Der macht in seinem Salon nicht nur Haarschneiden, sondern auch Musik Okay. lässt er machen. Und da habe ich eine Düsseldorfer Künstlerin kennengelernt. Ja. Die hatte für den Lord of the Hair einen Bären, eine Statue, eine kleine Statue gemacht, mit der Aufschrift im Sockel Lord of the Hair. Ich habe diesen Bären sehr bewundert und habe die Künstlerin gefragt, ob sie auch für mich einen Bären machen könnte. Ja. Und da ich in Berlin geboren bin, die ja auch den Bären im Stadtsymbol, Stadtsymbol stimmt, hat, ja. kam dann der Gedanke auf den Sockel zu schreiben, König von Berlin. Und dann kam sie noch auf die Idee, erstmalig und einmalig hat sie dem Bären eine Krone aufgesetzt. Dann stimmt also der König von Berlin vollkommen. Und sie hatte zur Bedingung gemacht, dass ich den König von Berlin in ihrem Hause in Düsseldorf abhole. Und das hat dann sehr lange gedauert, 2,5 Stunden etwa. Und sie hat mich dann, hat sie mir den Berliner Bären, den König von Berlin, in die linke Hand gedrückt und in die rechte Hand hatte sie mir ein Zepter gedrückt. Und dann hat sie mich auf einen Thron gesetzt. Wahnsinn. Und dann hat sie das fotografiert und hat diesem Bild dann den Titel gegeben, der kosmische König Volker. Also es gibt den Dschungelkönig und es gibt auch den kosmischen König aus Berlin, aber jetzt wohnhaft in Leverkusen quasi. Ja, Es ist ja, eine ja. Ehre, dass Eure Hochheit hier hingezogen ist in den Süden. Und genauer, ich komme aus Opladen. Wir wurden erst 1975 zwangseingemeindet nach Leverkusen. Ah ja. Ja, gut. Okay. Lieber Volker, auch immer, du hast auch ganz viel historisches Wissen, wie wir hier merken. Ja. Erzähl mal, was hat es mit deiner Jacke auf sich? Denn das letzte Mal hattest du eine orangene Müllmannjacke. Ja, und heute bin ich bei der Post mit der gelben, aber das hat den einfachen Sinn. Ich bin mit dem Motorroller gekommen und da ist dann die Sicht gesehen werden, also passive Sicherheit, ganz wichtig. Ich finde das ja auch super, dass du bei der Müllabfuhr warst oder als Müllmann Ja, tätig ja. warst, weil wir räumen ja hier auch auf. Ja. Wir klären ja auf, wir entrümpeln. Ich habe heute aufgeräumt und du hast heute so schön zu mir gesagt, er meinte zu mir, ja, das ist ja eine meditative Tätigkeit. Tätigkeit. Ja, wie hast du das denn gemeint beim Ja, Aufräumen? wenn man ganz bei der Sache ist, kann man aus allem eine Meditation machen. Das Und stimmt. das versuche ich auch. Wenn ich also zu Hause koche, Gemüse putze, dann komme ich automatisch auch in die Meditation. Ich bin dann ganz bei der Sache. Darf ich dich fragen, weil wir jetzt bei dem Thema sind, was für dich genau Meditation bedeutet? Wie definierst du das? Definition ist in meinen Augen das Leerwerden von Gedanken.
Und das wird also häufig missbraucht, das Wort Meditation. Diese geführten Meditationen sind in meinen Augen keine Meditation. Da wird man ja abgelenkt von dem Leerwerden auf die Worte des Sprechers. Und das fing also bei mir so in den 1983er Jahren an, dass ich mit geführten Meditationen da kam, in Berührung kam. Und wenn dann das anfing, jetzt sind wir in einer wunderbaren Blumenwiese an einem Berg und ein wir sind in einer wunderschönen Blumenwiese, die Vögelchen zwitschern und eine kleine Windbrise weht durch die Haare. Und der Bach plätschert und da habe ich immer gedacht, das Rauschen. Ich sitze auf einem Stuhl und ich habe durch meinen Lebenslauf bin ich sehr misstrauisch gegen Manipulationen. Manipulationen. Ja, das, ich war. Da stehen die Haare zu Berge. Das kommt also gleich auch noch, wenn ich meinen Lebenslauf etwas berichte. Genau, da gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein. Danke für den schönen Ausflug mit der Meditation. Wir meditieren ja hier quasi auch mit der Natur, so wie die Vögel mit der Luft, so wie die Bäume mit dem Licht. Wie ist das denn? Du bist ja jetzt Rentner. Und findest du, dass Rentner entspannter sind als andere Menschen? Oder bist du jetzt irgendwie anders in diesem, in dieser Lebensphase deines Lebens? Nein, entspannter, oder? Ich bin jetzt auch sehr aktiv in der Selbsthilfe. Das kommt dann auch gleich noch zur Sprache, warum ich in der Selbsthilfe aktiv bin. Und Rentner haben nie Zeit. Nein, hör auf. Und die meisten Menschen denken, dass sie, wenn sie in Rente gehen, Zeit haben werden und sich selbst verwirklichen können. Die meisten Menschen arbeiten auf die Rente hin, denken nur in die Zukunft, verpassen den Moment und das denken, sie fangen an zu leben, wenn sie Rentner sind. Und dann, wenn sie Rentner sind, dann fallen sie in ein Loch, weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben, im Prinzip. Und dann nicht mehr wissen, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Die haben zu viel Zeit. Die haben dann zu viel Zeit und dann gehen sie oft in eine Kneipe, lassen sich die Hacke voll saufen und dann ist auch die Depression ganz nahe, weil sie nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Genau, aber du sagst, einerseits haben sie zu viel Zeit, andererseits laufen sie der Zeit hinterher, ne? Also mal so, mal so. Das ist ja auch eine Frage, die Einstellung zu der Zeit. Richtig. Denn der Tag hat 24 Stunden. Normalerweise sollte also jeder Mensch die gleiche Zeit haben, hat er auch. Nur viele wissen mit der Zeit nichts anzufangen und lenken sich ab mit Fernsehgucken und was weiß ich. Ich habe zwar noch einen Fernsehapparat, aber der steht schon anderthalb Jahre unbenutzt. Schon staubig. Ja. Also du bist mehr im Internet. Also auch ein Volker, sag ich mal, ein toller Opa, total internetversiert. Du bist bei Facebook, du bist bei alternativen Geldquellen, schaust du dich um, verdienst online dein Geld. Und das ist natürlich schon. Und ich informiere mich im Internet. Denn was uns die öffentlich-rechtlichen Sender an Nachrichten bringen, ist zum großen Teil falsch oder einseitig oder sie informieren gar nicht. Zum Beispiel die Silvesternacht in Köln, jetzt vergangenes Jahr. Ja. Da hat der WDR sich 3-4 Tage erstmal in Schweigen gehüllt. Ja. Und erst als über das Internet diese Nachricht sich rasant verbreitet hat, waren sie gezwungen, mal ein ganz kleines Statement dazu abzugeben. Aber natürlich nicht die wahren Hintergründe. Ja, da ist sowieso noch ganz viel manipuliert. Das Wort greife ich jetzt mal auf. Die Medien sind natürlich hochgradig manipuliert. Aber es bessert sich im Laufe der Zeit. Es gibt ganz viele Lichtblicke, das ist schön. Ja. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wie wir uns kennengelernt haben. Volker und ich kennen uns aus der Energiearbeit. Wir haben uns bei einem Energiearbeit-Seminar in Köln kennengelernt. Und da bringst du mich auf ein spannendes Thema, Volker. Denn damals, als wir bei der Wanda waren, weißt du noch, im Garten, da hast du mir angefangen, von der Quantenphysik zu erzählen. Quantenwissenschaften, genauer gesagt. Genau. Das ist also auch ein Lieblingsthema von mir, weil die Quantenwissenschaftler konträr sind mit den bisherigen Universitätsprofessoren.
Denn zum Beispiel das menschliche Leben, das kann man nicht erklären mit der Biologie, das kann man nicht erklären mit der Chemie, kann man nicht erklären mit der Physik, nicht erklären mit der Philosophie. Erst wenn alles zusammenkommt, dann kann man Leben verstehen. Erklären sowieso nicht. Das ja. Ja. Denn wir können leben. Wenn wir leben, spüren wir das. Ja. Und die meisten Menschen leben nicht, die vegetieren nur rum. Ja, das hast du schön gesagt, wenn die Wissenschaften zusammenkommen. Das heißt ganzheitliche Wissenschaft, richtig. Philosophie, Spiritualität, Quantenphysik, Biochemie. Wenn man das alles miteinander versteht. Ich meine, Einstein war ja auch Quantenphysiker. Ja. Ganz klar. Er war auch seiner Zeit schon sehr weit voraus. Oder Niels Bohr war ja ein dänischer Atomphysiker. Der war auch seiner Zeit weit voraus und er war auch mit den fernöstlichen Weisheiten sehr vertraut. Er wurde dann ja aufgrund des Nobelpreises in den Adelsstand erhoben und hatte dann ein Familienwappen entwickelt. In dem Familienwappen ist im Mittelpunkt das Symbol von Yin und Yang. Aha. Und als Spruch drüber steht Contraria sunt conjuncta. Die Gegensätze sind miteinander verbunden. Ah, wow. Das also ist eine ganz hervorragende Erkenntnis von Niels Bohr, die also auch in den fernöstlichen Weisheiten schon zu finden ist. Ja, das stimmt. Also die das ist auch sehr wichtig, was du sagst. Contraria sunt conjuncta? Sunt conjuncta. Die Gegensätze sind miteinander verbunden. Das ist auch wirklich wichtig, da möchte ich auch kurz einhaken. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass in der Polarität alles im Einklang ist. Also Ebbe, Flut, Tag, Nacht und so weiter und so fort. Einatmen, ausatmen. Nur das menschliche Denken fällt immer in die Dualität, also in die Einseitigkeit. Ja? Und in das analytische Denken. Das eine ist besser Sezieren als das andere. Und aus den Einzelteilen kann man nicht das Ganze verstehen. Genau, genau. Und das ist das sogenannte Schwarz-Weiß-Denken nach dem Motto, der Mann ist besser als die Frau ist besser als der Mann, böse der Mann ist, besser ist sowieso besser als die Frau. Ja, das also, das steht schon irgendwo in der Bibel, glaube ich. Oder wird von den Kirchen so gelehrt. Genau, und jetzt bringen wir ja Licht ins Dunkle. Und das ist ja, vor allen Dingen Gegensätze ziehen sich an und man findet auch, so wie innen, so wie außen, so innen. Man findet auch im Kleinen das Große und im Großen das Kleine. Deswegen, Gegensätze sind im Endeffekt eins, ja, ihrer Natur richtig. Her. Und deswegen ist es schön, was du sagst. Kannst du bitte nochmal mir und den Zuschauern sagen, was aus deiner Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus der Quantenphysik sind? Weil das wird ja in der im Bildungssystem wird das ja auch nicht gelehrt. Das ist ja auch hochgradig Nein, manipuliert, das, leider. Auch unser Bildungssystem ist sehr einseitig. Die Menschen werden erzogen, besser gesagt dressiert, damit sie in diesen Systemen funktionieren. Das ist das Ziel, fängt ja schon mit dem Babyalter an. Das kleine Baby wird dressiert. Das ist der Mutter wohlgefällt, muss also ganz ruhig und brav sein. Dann kriegt es von der Mutter ein bisschen Liebe, wenn sie denn welche übrig hat. Genau. Und genau, das da, ist diese das auch das Baby lernfähig ist, kriegt es sehr schnell raus, wie es etwas Zuwendung von der Mutter erhalten kann. Genau. Vor allen Dingen, das ist der Unterschied zwischen menschlicher Liebe und bedingungsloser Liebe, also richtig göttlicher Liebe, weil wenn man einen Geburtstag vergisst, ja, was meinst du, wie viele Menschen da sauer sind? Sauer sind, richtig. Ich habe jeden Tag Geburtstag. Ja, so sehe ich das auch. Ich habe jeden Tag Urlaub. Wenn ich jemandem sage, ey du, sorry, ich habe jetzt an deinen Geburtstag nicht gedacht, aber für mich hast du ehrlich jeden Tag Geburtstag. Also lass uns dein Dasein feiern, lass uns unser Leben genießen und feiern. Guck mal, hier über uns ist ein Helikopter, glaube ich, gerade. Ja. Hier sind wahnsinnig viele Helikopter und wahnsinnig viele Mücken. Nee, Mücken noch nicht. Ja, das sind auch die Pestizide unterwegs. Die Pestizide haben ja auch vieles kaputt gemacht. Aber da du gerade erwähnst, die Flugzeuge, da ist ja auch bekannt, dass es die Chemtrails gibt. Ja, genau, die Chemtrails, und ja. Chemtrails, ja. Chemtrails ist auch gut. Die Chemtrails. Schämt euch, ihr Chemtrails. Die Chemtrails von Schämen. Die Leute, die das
nachweisen, dass es die gibt, die werden dann so ganz schnell in die Verschwörungstheoretiker-Ecke abgeschoben. Ja. Ja. Aber es gibt Fotos von diesen Düsen, die kommen also nicht aus den Düsenjäger-Triebwerken, sind spezielle Düsen an den, am Rumpf, die das dann aussprühen. Was da alles mit gemacht wird, also da, das ist auch erschreckend. Aber wir wollen ja jetzt in die positive Seite gehen. Genau, positives zum Beispiel. Und da war eben schon genannt worden, die Geburt. Schon meine Geburt war außergewöhnlich. Ich wurde am 3. Oktober 1943 im Luftschutzbunker des Rathauses Berlin-Tempelhof geboren, weil damals schon die Liebesgaben unserer Freunde, jetzigen Freunde, vom Himmel kamen. Und auch die, später haben die Amerikaner ja die Luftbrücke gemacht, 1949, aber das waren auch keine Liebesgaben für die Berliner Bevölkerung, sondern sie hatten Angst, dass sie ihren Westberliner Stützpunkt verlieren. Westberlin war damals die Drehscheibe im Spionagegeschäft und die wollten sie nicht verlieren, deswegen die Luftbrücke. Und du wurdest im Luftschutzbunker geboren. Das finde ich spannend. Richtig. Wir gehen gleich direkt weiter ein auf deine Biografie, denn du hast viele Höhen und Tiefen erlebt. Ja. Ganz kurz noch Ergänzung von meiner Seite. Camino de Santiago, der Pilgerweg. Ja? Ja. Dort ist, das ist ein Naturschutzerbe und da dürfen keine Chemtrails gesprüht werden. Und dementsprechend sind da ganz, ganz viele Schmetterlinge, die sich da niederlassen und rumfliegen. Das sieht man wunderbar auch in dem Film von Harper Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Ja, der Weg das war schön. Ich habe das Buch gelesen. Ach, hör auf. Ja, super. Den Film hatte ich nicht gesehen. Aber das Buch war sehr, sehr informativ und hat auch andere Seiten von Harper Kerkeling gezeigt, dass der also nicht nur dieser Komödiant ist auf der Bühne, sondern auch ein Suchender. Hm. Denn wer sich auf diesen Jakobsweg begibt, der sucht ja etwas. Richtig. Die Spiritualität ist Richtig. Da der Hauptgrund für. Genau. Und das ist ein gutes Stichwort, das nehme ich jetzt mal als Überleitung zu deinem Leben, zu deinen Höhen und Tiefen, ein Suchender. Ich bin auch ein Suchender. Ich finde, jeder Mensch ist ein Suchender, deswegen machen wir Fehler. Nein, wir machen keine Fehler, wir machen Erfahrungen. Genau, aber ich finde, Fehler ist was total Positives ja. für mich. Das sage ich zum Beispiel auch all meinen Partnern, wenn du erfolgreich sein willst im Leben, verdreifache deine Fehlerquote. Fehler sind was extrem Wichtiges. Und man muss nach 1000 Mal Nein immer noch weitermachen. Genau, ganz genau. Und Fehler, Erfahrungswerte vor allen Dingen, Wachstum der eigenen Seele, der eigenen Persönlichkeit, das ist das Entscheidende und deswegen, für mich gibt es jetzt kein Gut oder Böse, denn man muss auch jetzt wertfrei sein, aber trotzdem, wenn man sich dann mal mit dem Ego identifiziert hat, das habe ich auf jeden Fall hochgradig erlebt, dann leidet man, denn dann findet Vergleich statt und da, wo Vergleich stattfindet, findet auch Leid statt und dann, dann kriecht man auf den Boden in der Dunkelheit quasi mit sich selbst. Mhm. Und wie war das bei dir und wie bist du da rausgekommen? Wie sind denn deine Erfahrungen? Ich will noch mal kurz weiterführen. Gerne. Mein Vater hatte im Dritten Reich Abschussrampen für Raketen konstruiert. 1946 wohnten wir in Ost-Berlin, also in dem sowjetisch besetzten Stadtteil. Und da kamen die Russen eines Nachts, klopften die mit einem Gewehr an die Wohnungstür und fragten meinen Vater, ob er mit in die Sowjetunion kommen will. Da die eine Maschinenpistole im Anschlag hatten, konnte er nicht Nein sagen. Mhm. Der Lastwagen stand schon vor der Tür. Da wurde also die ganze Wohnung innerhalb kürzester Zeit verladen. Und wir waren dann schon ganz schnell auf dem Weg in die Sowjetunion. Dort haben wir auf einer Insel im Seliger See, das ist im Wolga-Quellgebiet, zwischen Moskau und damals Leningrad, jetzt wieder St. Petersburg, gelegen, waren wir interniert und das war für mich, ich war 3 Jahre alt, als wir hinkamen, 9 Jahre alt, als wir wieder zurückkamen.
Das war für mich eine sehr prägende Zeit. Meine Eltern konnten uns Kindern, ich habe noch zwei Geschwister gehabt, keine Nähe vermitteln, keine Gefühle zeigen, konnten uns nicht mal in den Arm nehmen oder so etwas. Und da habe ich mich lieber in der freien Natur aufgehalten als zu Hause. Ich bin also dadurch sehr naturverbunden geworden und das bin ich immer noch. Die Natur ist einmalig. Wir sind hier in der Natur. Ja. Das ist allerdings kein Vogel, das war wieder mal ein Imitator. Ja, ich bin der größte Vogel hier von allen, also die kennen mich schon. Die wissen Bescheid, wenn hier einer kräht oder... Die Möwen sind auch manchmal da. Ja, von daher, ne? Ja, auch die Möwen hatte ich jetzt vor kurzem Besuch bei meinem Spaziergang mit dem Hund. Bin ich an einem Feld angekommen und das war frisch eingesät. Da waren die Möwen da drüber, haben sich über die Saat hergemacht. Ja, ja. Das sind so richtige Räuber manchmal. Also die das können sind das. Die Müllabfuhr, wir hatten das Thema schon mal, in der Natur sind die Müllabfuhr. Wenn, an den Fischfabriken habe ich das auch gesehen. In Bremerhaven sind viele Fischfabriken. Und wenn die Abfälle dann rauskamen, da haben die Möwen sich da drauf gestürzt. Ja, das machen sie auch, das machen sie auch. Und ich weiß nicht, ob man bei mir hier noch, ich stürze mich nämlich auch immer auf die Blumen. Ich weiß nicht, ob man das auf meiner Nase hier erkennen kann. Das ist quasi mein Naturkoks. Um für Abwechslung zu sorgen, ich muss mal diese Blume hier einfangen, lieber Volker. Schau mal hier. Gucken wir das Blümchen auch an. Das ist also Digitalis. Guck dir das mal an hier, was für schöne Glocken. Das ist Digitalis und das wurde verwendet als Herzmedikament. Ehrlich? Als Herzmedikament? Diese Blume? Ja. Und das ist hier, glaube ich, eine Mohn. Das ist Mohn und der deutsche Name für Digitalis ist Fingerhut. Fingerhut? Ja, du kennst dich ja aus. Du bist ja richtiger Florist hier immer. Nee, auch ich habe noch meine Lücken. Ich bin noch nicht allwissend. Noch nicht? Nein. Habe ich jetzt erwartet, das Interview. Ja. Tut mir leid. Ja, dann brechen wir das jetzt hiermit ab. Tschüss. Das sind also noch Lücken, die aber im Laufe der Zeit kleiner werden. Ja. Ja, aber es geht ja um die Fülle. Ne? Analytisches Richtig. Wissen braucht man jetzt nicht unbedingt, alles zu wissen. Das ist ja auch, ich war 35 Jahre bei der Allianz Versicherungs AG tätig, als kopflastiger Mensch, aber inzwischen hat mein Herz die Regentschaft übernommen. Oh, schön gesagt. Ja, der Verstand ist nur noch der Diener. Mm. Und er ist gut, er wird gebraucht, vollkommen klar. Sehr gut. Aber ich bin also jetzt auch sehr intuitiv geworden. Mm. Ich bin gläubig geworden, obwohl ich ein Heidenkind bin. Ja. Aber, also deine Eltern waren dann auch dementsprechend überhaupt nicht religiös, aus Berlin ist man Nein, ja? Mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch, sind beide aus der Kirche ausgetreten, die Kinder wurden nicht getauft. Und dann waren wir 6 Jahre lang in Russland, da hatten wir mit Kirche auch keinen Kontakt. Es war ja kommunistisch, da gab es die Kirche offiziell gar nicht. Dann kamen noch 3 Jahre Ost-Berlin dahinter. Da gab es auch keinen Religionsunterricht. Ich kam dann mit Religion im Prinzip erst nach unserer Flucht 1955 nach Westdeutschland in Berührung. Aber habe ich auch teilweise am Religionsunterricht teilgenommen, aber die konnten mich nicht zu den Eintritt in den Verein überzeugen. Also du bist in, Eintritt in den Verein, als wenn es so ein Fußballverein wäre. Ja, der Gottes-Fußballverein, nee, das war nichts für mich. Ich habe lieber bei den Heiden gespielt. Nee, das ist eine bessere Liga. Ja, so ungefähr kann man es sehen. Im Laufe meines Lebens bin ich auch mit allen Religionen in Berührung gekommen. Hab den Koran von vorne bis hinten gelesen. Ah, du hast den Koran gelesen? Ja, machen wir ganz kurzen Ausflug, eine Minute über den Koran. Was sagt für dich der Koran aus? Ich habe vor 2 Tagen einen Post gemacht, Koran gleich Frieden, also für mich. Es ist ein sehr gutes Buch und der Islam
der hat für mich einen sehr großen Vorteil. Sie sagen also, wir dürfen uns kein Bild von Gott machen. Das ist eine ganz vernünftige Einsicht. Denn wenn man sich hier die christlichen Kirchen anguckt, da, mit dem Vater da im Himmel. Oder Zeus bei den Griechen. Oder Zeus bei den Griechen. Wie gesagt, oder ich bewundere auch den indianischen Glauben. Da ist Gott ja der große Manitou. Der große Adler. Der große Manitou, der große Geist. Der und Naturgeist, die Weltenseele. Richtig. Ja. Dass der natürlich unterschiedliche Erscheinungsformen dann hat, ist vollkommen klar. Hm. Das stimmt dann ja auch wieder mit der Vielzahl der Götter in griechischen Religionen überein. Genau, ich sage ja immer, das sind dann nur Aspekte von Gott. Genau, ich sage ja immer, entdecke den Gott in dir. Jeder von uns ist ein Gott, also anstatt ihn irgendwo im Außen zu suchen, durch Religion oder durch einen Pfarrer oder durch einen Imam oder was auch immer uns. Die Religionen sind ja leider noch ein bisschen manipuliert, sodass sie versuchen, einen anzutrichtern. Wir müssen hier unterscheiden zwischen Religionen und den Kirchen. Die Religionen, wenn die Religionsstifter wüssten, was aus ihrer Religion gemacht wurde, die würden sich im Grab rumdrehen. Genau. Denn da Jesus, als er gestorben war, da fing sofort der Streit um die Nachfolge an. Ja. Ja. Ja, genau, aber Jesus hat auch gesagt, ihr werdet noch größere Wunder vollbringen als ich selbst. Und deswegen ist diese Kraft, diese Energie, diese Urquelle in jedem von uns und wir können sie aktivieren. Das Problem ist nur, dass die Kirchen dafür gesorgt haben, dass wir keinen Zugang zu diesem unendlichen Bewusstsein haben. Die Kirchen haben dafür gesorgt, dass wir unser Glück im Außen suchen und predigen und somit ist Schuldbewusstsein entstanden und so weiter und so fort. Aber lieber Volker. Und da kam nämlich auch von den Kirchen dann der Begriff der Sünde ins Spiel. Du Sündenbock, du hast gesündigt. Und ab in die Hölle mit dir. Nur der Pfarrer, der konnte die Sünde vergeben. Komm, befreit doch mal alle hier von ihren Sünden. Und das war ja mit der Sündenvergebung, war ja auch dann mit dem Ablasshandel verbunden. Genau. Und das war ja dem Luther ein Dorn im Auge, dieser Ablasshandel. Und er hatte dann den Papst gebeten, den Ablasshandel einzustellen. Hat der damalige Papst nicht gemacht. Das war dann der Grund für Martin Luther, eine eigene Kirche zu gründen. Genau. Und warum sage ich das, meine Damen und Herren, so flapsig? Ja, befreit doch mal alle von ihren Sünden. Hier Sektenhochburg in Köln, wenn ich bei Facebook teilweise oder Ungläubige. Also Leute, ganz ehrlich, man muss sich mal ein bisschen von diesen ganzen Verstrickungen lösen, von diesen ganzen Verbissenheiten der Kirche. Humor ist ein wesentlicher Bestandteil der bedingungslosen Liebe. Genauso wie Gerechtigkeit und Klarheit und auch einfach... Und der liebe ja. Gott, der liebt keine traurigen Heiligen. Genau. Ja. Das ist gut, das ist gut. Nicht immer Trübsal blasen, denn das ist nicht die Melodie der Schöpfung, meine Damen und Herren. Nein, das ist nicht der Sinn des Lebens, im Asche und rumzulaufen. Ja, genau. Auch wiederum Aschekreuz. Genau, das ist hier auch wieder ein Thema. Ja, guck mal rein in das Blütchen. Guck mal, wie die hier lachen zusammen. Ja. So, Volker, sag mal, also du bist in West-Berlin dann aufgewachsen quasi? Nein. Deine Jugend und... Nein, aufgewachsen, da war ich ja nur von 1943 bis 1946 in Berlin. Dann folgten 6 Jahre Sowjetunion. Danach folgten 3 Jahre Ost-Berlin. Und dann haben wir rübergemacht. Das ist der Ausdruck da in der DDR für Flüchtlinge. Okay, das heißt, wo seid ihr hingeflohen? Erst da waren dann sehr viele Stationen in Deutschland. Da berufsbedingt war mein Vater zunächst in Esslingen, Denkendorf bei Esslingen. Dann hatte er 1956 eine Stelle bei den Farbenfabriken Bayer AG in Leverkusen erhalten. Und seitdem wohnen wir dann auch in Opladen. Und also da bist du dein ganzes Leben quasi schon. Sehr gut. Ich bin seit 1958, da hatten wir dann unser Haus gebaut. Deine Haare werden gerade elektrisiert. Ja, ja. Sturmfrisur. Ja, das ist aber der Baum hier, der zieht das hier ich an. Ich meine, ich habe nicht mehr viele Haare auf dem Kopf,
Aber deswegen lasse ich mir keine weißen Haare wachsen. Sehr gut. Ja, gut. Aber genau, in dem Haus wohne ich mit einigen Unterbrechungen jetzt immer noch. Auf das Haus habe ich jetzt als 72-Jähriger noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut, bauen lassen. Und ich habe die elektrische Nachtspeicherheizung rausgeworfen. Ich heize jetzt mit Geothermie. Da wurden also 80 Meter tiefe Löcher in meinen Vorgarten gebohrt. Wahnsinn. Da wird also Sohle runtergeschickt. Die wird dort erwärmt, hochgepumpt und betreibt dann über einen Wärmetauscher meine jetzige Heizung. Also das ist auf jeden Fall energiesparend und umweltfreundlich. Umweltfreundlich, genauso, ökologisch. Ich habe heute noch einen Bericht, ich glaube, das war Dan, der eine Happy Mapper, der auch viele Videos, der Zauberer, der Magie. Dan heißt der, genau. Mhm. Und der hat eine Probefahrt gemacht mit einem Tesla und auch ein guter Tesla, Jung. Das ja. ist ja auch eine wunderbare Sache. Das ist der Weg jetzt zu einem elektrischen Auto, das Zukunft hat. Absolut. Der Prototyp, der hatte also schon einen Akku mit einer Reichweite von 500 Kilometern, hatte Vierradantrieb und beschleunigte in 4 Sekunden von 0 auf 100. Das sind also wahnsinnige Werte für ein Elektroauto. Ja. Und das wesentliche Kernstück ist der Akku. Der erst nach 500 oder 600.000 Kilometern ausgetauscht werden muss, kostet ungefähr 30.000. Die Preise gehen runter, je mehr verkauft werden. Und wie Volker schon richtig sagt, 4 Sekunden von 0 auf 100, weil es sofort Vollpower gibt. Also so gesehen kein Drehmoment und Vollgas. Es gibt sogar welche, die schaffen es in 1,9 Sekunden. Rainer Barton hat noch geschwärmt über den Tesla von Daniel Schäfer. Mhm. 1,9 Sekunden, also der pure Wahnsinn. Lieber Volker, bevor wir hier weiter Werbung machen für Tesla, ne? Also Tesla machen wir ja gerne Werbung für. Ja. Genauso wie wir gerne Werbung machen für unser Getränk. Ja? Ach, denn ist das schon in das Grüne gefallen. Denn die Zeit der Gier ist ja vorbei, ne Volker? Nö. Wir machen auch gerne Volker. Nö, sagt er. Nee, gierig sind wir trotzdem. Genau. Nee, wir gehen jetzt gleich noch mal ein paar Meter, Volker, weil das will ich mal hier ein bisschen Abwechslung visuell. Wir stoßen mal kurz an und dann kannst du mal erzählen. Ja, damit stoße ich gerne an, denn ich war über 40 Jahre lang Alkoholiker. Depressiver, introvertierter Alkoholiker. Davon merkt man jetzt nichts mehr. Überhaupt nicht. Ich habe im Jahre 2005 mich entschieden, meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Und das ist mir sehr gut gelungen. Und ich bin jetzt vollkommen, ich lebe. Und das ist ein wichtiger Aspekt für mich. Ja, dann lass uns anstoßen aufs Prost. Leben, mein Lieber. Ja, genau. Damit stoße ich gerne an. Ich auch, auf jeden Fall. Genieß es. Schmeckt gut, tut gut, steht da drauf. Oh ja, und wie? Dann machen wir ein bisschen Werbung für Innocent. Für gutes Leben. Genau. Denn Ernährung ist also wirklich auch ein wichtiges Thema. Man isst, was man isst. Ja, man isst, was man isst. Das ist gut gesagt. Das ist also auch eine Man isst, was man denkt und man isst, was man isst. Das ist also auch, zum Beispiel auch Wasser ist ganz wichtig. Das, was aus unserer Leitung kommt, ist zwar das bestuntersuchteste Lebensmittel, das stimmt aber nicht. Da werden nur an die 50 Schadstoffe untersucht. Aber doch so viele, ich dachte 19 und 20, 50 sind viele. Nee, beim Trinkwasser sind es an die 50 Schadstoffe, aber viele werden gar nicht erst untersucht. Zum Beispiel pharmazeutische Rückstände, die Frauen nehmen die Pille zur Verhütung. Das wird dann ein großer Teil mit dem Urin wieder ausgeschieden, geht also ins Abwasser. Und wenn dann irgendwo wie in Köln die Rhein, die Oberflächenwässer des Rheines als Trinkwasser verwendet werden,
sind dann natürlich auch diese Hormone wieder drin. Und die können nicht kostengünstig rausgefiltert werden. Obwohl man sagen muss, dass es Orte gibt in Deutschland, wo das Wasser reiner ist als hier in Köln. In Köln ist jetzt unbedingt auch nicht das beste, reinste Wasser verglichen mit anderen Dörfern. Das Wasser von Köln ist gut, also das müssen wir hier auch mal sagen. Unterm Strich ist gut. Unterm Strich ist gut. Gut, aber ich verwende. Ist alles relativ. Ich verwende für das Trinken und Essen kochen entweder Umkehrosmosewasser oder aber gefiltertes Wasser. Hast du eine Filteranlage? Ich habe eine Filteranlage, Umkehrosmose, und ich habe auch noch eine Filteranlage. Schön, das heißt, du trinkst kristallisiertes Wasser. Man kann es auch mit Edelstein reinigen. Richtig, das ist also bei meinem Filter. Der hat dann neben der Filterfunktion auch die Revitalisierung. Vitalisierung, das ist wichtig. Das ist zum Beispiel hier die Blume des Lebens, kann man sich auch auf die Karaffe drauf tun. Oder auch als Untersetzer für Trinkgefäße habe ich das auch. Als Wasserwandler, und, richtig. Wie gesagt, die Blume des Lebens ist auch wiederum ein sehr schönes Stichwort. Es zeigt wiederum die Kraft der Symbole. Ja. Die Anti hatte aber auch ein ganz schönes. Ja, das stimmt. Die Anti hatte so ein silbernes mit einem Bernstein. Und bei dir ist rein von Gold? Bei mir ist das vergoldet, ja. Da sind Swarovski-Steine drauf. Ja. War aber auch Diamanten. Teuer. Das sind meine Diamonds, meine Map-Diamonds, meine zukünftigen, alles, klar. Mhm. Symbolisch auch. Und ja, das ist natürlich vergoldet, das habe ich mir einfach gegönnt, weil für mich hat das eine bestimmte Kraft. Vor allen Dingen ist es so, dass die Blume des Lebens, also das Amulett, einen selbst aussucht. Ein bisschen, ein Stück weit. Du musst eine Resonanz dazu empfinden, weil nicht alle sind gleich. Das ist ein bisschen individuell. Deswegen, ich habe jetzt das mit den ganzen Diamanten draufgenommen, mit den Steinen. Und vergoldet. Es gibt es aber auch versilbert, es gibt es mit bunten Steinen, es gibt es mit weniger Swarovski-Steinen, es gibt die auch als Edelstahl, also ganz verschieden. Aber du hast auch jetzt indirekt etwas angesprochen. Ich lasse mich auch immer führen. Dann kriege ich Impulse und dann ist ganz klar, das will ich haben. Genau, das hast du auch schön gesagt. Ganz kurz, du hast ja auch gesagt, du bist Leiter von Selbsthilfegruppen. Ist richtig. Wie kann man sich das vorstellen, deine Arbeit, und was für Erfolgserlebnisse oder was für Fehlschläge, mit was für Fehlschlägen, Erfolgserlebnissen hast du täglich zu tun, oder wie ist das? Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich ein introvertierter, depressiver Alkoholiker war. Und das über Jahrzehnte hinweg. Das wurde mir ja schon von meinen Eltern eingebläut, der Vater besonders. Ja, du bist ja, kannst nichts und so weiter. Diese üblichen Maßnahmen, die Kinder klein zu machen. Das dauerte dann natürlich sehr, sehr lange, bis ich mich von diesen Ketten befreien konnte. Das fing ja auch schon in der Schule an, als ich 16 wurde. Da durfte ich offiziell rauchen und auch in der Öffentlichkeit Bier trinken oder Alkohol trinken. Und wir Schüler sind dann nach der Schule noch in eine Kneipe gegangen. Dann wurde natürlich über die Lehrer hergezogen. Und das waren natürlich nicht die Elite-Schüler oder die Streber, die da dran teilnahmen, sondern eher so die beim Lehrer gefürchteten Schüler, die faul und dumm waren. Aber die Lehrer hatten Angst vor denen. Ja gut, aber da fing bei mir das Alkoholtrinken an. Und ich hatte gemerkt, wenn ich Alkohol trinke, dann werde ich etwas enthemmt. Dann konnte ich auch in der Gruppe reden. Und wenn man Alkohol für etwas braucht, dann ist die Abhängigkeit sehr schnell da. Und das war bei mir dann auch der Fall. Ich war dann mit 21,5 Jahren, kam ich nach dem Abitur zur Bundeswehr. 18 Monate war das damals. Und da konnte ich schon jeden unter den Tisch saufen. Wow. Da war ich sogar noch stolz drauf. Okay.
Okay, ja, obwohl ich da die Erfahrung gemacht habe, ich kenne ja auch ein paar Kumpels, die Alkoholiker waren, beziehungsweise manche noch sind, dass ein Alkoholiker nach einem Schluck schon so in so einen gewissen Modus kommt, dass er sehr besoffen rüberkommt. Mhm. Nach, weiß nicht, der trinkt einen kurzen und dann ist er schon am Schwanken, mhm, weil die Leber schon vergiftet ist. Und auf der anderen Seite die Verträglichkeit, die nimmt ja im Prinzip sogar noch zu. Ich konnte ja, hatte meinen Führerscheinentzug mit 3,2 Promille. Ja, ich konnte nicht mehr gehen, aber fahren konnte ich noch. Nein, das aber ist der da, Wahnsinn. Da aber, war aber, dann auf der Wache, ja, dann gehen Sie mal da über den Strich, da bin ich noch geradeaus gegangen, was natürlich ein Indiz ist für Alkoholgewohnheit. Ja, ja, okay, das kann man auch so sehen. Und jetzt hilfst du Menschen rauszukommen aus die, Depressionen? Depressionen und in der Alkoholabhängigkeit waren. Ich meine, ich bin da ja ein leuchtendes Beispiel dafür, dass ich nicht mehr in der Abhängigkeit drin bin. Ich habe dann auch die Selbsthilfegruppe, die ich 2008 gegründet hatte, Leuchtturm genannt. Ah. Ja, das war dann auch eine intuitive Entscheidung. Ich habe auch ein Video gemacht an einem Leuchtturm. Wie heißt das nochmal? Der Ritter der Apokalypse und Öle. Genau, anschauen bitte, am Leuchtturm. Ja, wie gesagt, das war auch eine intuitive Entscheidung, die Gruppe Leuchtturm zu nennen. Ist auch wieder der Symbolcharakter sehr hoch. Ja. Der Leuchtturm zeigt dem Schiffer oder dem Kapitän oder sonst wem den Weg in den sicheren Hafen. Und oh, schön, das hast du aber schön gesagt. Das ist im Prinzip meine Aufgabe in der Selbsthilfegruppe, den Menschen zu helfen, in ein glückliches Leben zu kommen. Mhm. Ich habe die Gruppe also 2008 gegründet und sie existiert immer noch. Und zwar altersmäßig von den 30er Jahren bis in die 70er Jahre. Und in der Selbsthilfegruppe sind auch sehr viele weibliche Teilnehmer, was für Sucht-Selbsthilfegruppen nicht so ganz allgemein üblich ist. Zum Beispiel bei den AAs, das ist in der Regel ein alter Männerclub, wo die Teilnehmer dann schon 30 Jahre lang trockene Alkoholiker sind. Dieser Begriff ist schon wiederum für mich ein geht nicht. Wenn die sich, ja, man sagt ja einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Stimmt, ne? Das nicht, ist, das stimmt ist nicht. Es gibt eine Heilung, ja, von dieser, ja, Abhängigkeit. Richtig, richtig. Und wenn die sich immer wieder sagen, ich bin ein trockener Alkoholiker, das Unterbewusstsein bekommt mit, ich bin Alkoholiker. Ja. Die bleiben Alkoholiker. Ja. Und ich habe ein anderes Motto. Ich lebe seit 2005 abstinent. Das vermittelt schon ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Und ich brauche dann keinem mit Lügen kommen. Aber Zucker und Kaffee auch? Abstinenz? Zucker, ja. Ja? Zucker nehme ich so gut wie gar nicht. Auch nicht, wenn Schokolade? Auch keine Schokolade. Süßigkeiten sind für mich auch Tabuthema. Außer die hier. Denn, etwas ist okay. Das ist ja auch, reiner Fruchtzucker, ne? Das kommt ja auch von der Natur. Das, ja, ist ja was ganz anderes. Ist auch wiederum für Diabetiker auch gefährlich. Und früher war Diabetes Typ 2, wurde genannt Altersdiabetes. Inzwischen kriegen aber auch die kleinen Kinder Diabetes Typ 2. Warum? Das Stillen war aus der Mode gekommen. Da wurden die sogar in Krankenhäusern schon auf Fläschchen umgestellt. Die Babys sofort, ja, auf Flaschenkost. Und in Milupa oder wie sie alle heißen, da ist sehr viel Zucker drin. Mhm. Das ist dann schon der Beginn, der erste Schritt zum Diabetiker Typ 2. Ja, also das ist aber auch alles ein Ungleichgewicht, auch eine Allergie. Ja. Alles im Unterbewusstsein ein Ungleichgewicht, wenn man eine Allergie hat gegen Pollen jeglicher Art. Ja. Das muss man einfach ganz genau sich anschauen.
auf geistiger Ebene, traumatischer, emotionaler Ebene, was auch immer da noch nicht stimmig ist. Sehr, sehr spannend. Lieber Volker, ja, lass uns mal... Und da ist ja die TCM auch ganz, ganz ihrer Zeit voraus gewesen. Die haben ja schon erkannt, dass durch das Ungleichgewicht der Energieströme erst die Krankheiten entstehen. Mhm. Und die können dann mit ihrer Behandlung, zum Beispiel auch mit der Akupunktur, diese Energien wieder ins Gleichgewicht bringen. Die TCM hast du gesagt? TCM, traditionelle chinesische Medizin. Ah, okay, TCM, wieder was dazugelernt. Sehr, sehr die schön. Die ist also schon 3000 Jahre alt, über 3000 Jahre alt. Aber die hatten auch schon diese Erkenntnisse, ja, die heute wieder ganz modern werden. Ja. Ja, ich erwähne es immer wieder gerne. Marie Curie hat ein isoliertes Element namens Radium entdeckt, Radioaktivität entdeckt. Das ist 900 Mal stärker von der Strahlung her als Uran. Und es ist in der Lage, jedes Bakterium, jeden Krankheitserreger zu zerstören, zu eliminieren, einfach aufzulösen. Und das wurde unterdrückt, dieses Wissen. Richtig. Seit den 20er Jahren ist es bekannt, genauso wie Teslas Labor auch für freie Energie zerstört wurde. Freie Energie ist erhältlich, es ist unser Naturrecht, Gesundheit ist unser Naturrecht, freie Energie, Zugang zu freier Energie ist auch unser Naturrecht und das wird auch immer mehr kommen, aber nur damit ihr Bescheid wisst, was da noch so passiert ist. Wir haben die Quantenphysik, haben wir vorhin... Quantenwissenschaften, weil wir im Grunde genommen, da gibt es auch einen sehr guten... Lass uns mal ein paar Meter gehen, lieber Volker. Ja, sorgen wir wieder für ein bisschen visuelle Abwechslung hier für die Zuschauer. Es gibt also einen ganz hervorragenden Quantenwissenschaftler, Dr. Michael König, der auch auf YouTube verschiedene Videos veröffentlicht hat. Dr. Ulrich Warnke. Warnke kenne ich auch. Der ist ja auch ein Physiker und auch in den Quantenwissenschaften. Ach, mal, der hat auch schon, Warnke, der hat doch, glaube ich, auch schon, ist in der freien Energie genau, auch sehr aktiv. Genau, erzähl uns doch mal fünf oder ein paar Erkenntnisse, müssen nicht fünf, die wichtigsten Erkenntnisse der Quantenphysik aus deiner Sicht. Der Quantenwissenschaften, die sind auch vollkommen klar, dass es mehrere Dimensionen gibt, nicht nur die drei räumlichen Dimensionen und dann diese Krücke Zeit. Denn die Zeit ist im Prinzip nur für den Verstand da, damit er Ursache und Wirkung auseinanderhalten kann und erkennen kann. Aber tatsächlich, und das ist auch eine Erkenntnis in den Quantenwissenschaften, Quantenphysik, dass die Zeit, das gibt es im Prinzip gar nicht. Richtig. Zum Beispiel auch zeigt es auch die Verschränkung von Teilchen. Die, wenn die einmal in Kontakt waren und dann entfernt werden über unheimliche Distanzen und das eine Teilchen dann irgendwie verändert, verändert sich das andere Teilchen im gleichen Augenblick. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und von daher gesehen ist auch wiederum die Lichtgeschwindigkeit auch nur eine Illusion. Ja, das kann man auch gut damit erklären, zum Beispiel, wenn man verliebt ist und dein Herzenspartner ist im Ausland auf einem anderen Kontinent und du spürst, wenn ihm was passiert, ja. Wenn du spürst, wenn ihm was widerfährt oder du spürst, wenn deiner eigenen Mutter was passiert, du bist mit ihr so verbunden auf metaphysischer Ebene und auf Herzensebene. Das Herz ist ja auch richtig. 5000 Mal stärker elektromagnetisch als die Gehirnwellen. Ja. Und somit ist man miteinander verbunden, obwohl man räumlich getrennt ist. Und somit haben wir ein ganz neues Verständnis von Raum und Zeit, wie Volker schon richtig sagt. Und die Telepathie wird zum Beispiel auch von der US Navy eingesetzt. Die Atom-U-Boote, die unter dem Polareis stationiert sind, die haben natürlich keine Funkverbindung aus, aber mit Telepathie können die sich verständigen. Ja, und Telepathie, da kenne ich ja auch eine Praktikerin, die liebe Anti. Ja, genau, mit ihr habe ich auch ein Interview gemacht, auch anschauen. Die also auch mit Tierkommunikation sich beschäftigt und sie hatte auch eine sehr tolle Hündin, die Lucy, die also auch als Therapiehund tätig war. Wenn wir in einem Kreis saßen,
Dann hat sich die Lucy einen Teilnehmer ausgesucht, der ihre Hilfe brauchte. Richtig, ja. Und sie hat sich dann vor den gesetzt, hat hingelegt und dann hatte Anti auch telepathisch erfahren, was da abläuft. Und nach 10 Minuten war in der Regel diesem Patienten ging es schon wieder viel besser. Ja, ja, absolut. Lucy ist ein göttliches Wesen. Das habe ich auch im letzten Video gesagt. Wir schwärmen immer wieder. Sie ist übrigens auch auf dem Thumbnail, auf dem Vorschaubild des Videos mit Anti-Heilarbeit, mit Anti-Lapön. Da habe ich eine Videoserie jetzt gemacht, die müsste jetzt auch schon online sein, wenn ihr das Video seht. Und das erste Video Tierschutz und Tierkommunikation. Also von ja, daher, das, Lucy ist online. Genau, Lucy ist bei Licht und Liebe damals, da wo wir uns kennengelernt richtig. Haben, immer rumgelaufen. Sie hat mir den ersten Tipp, den sie mir gegeben hatte, war, trag deine Hosen nicht so tief, weil ich immer so auf Hip-Hop und Gangster gemacht habe. Und deswegen war das ein netter Tipp von ihr. Aber sie hatte eine unfassbare Heilkraft und sie war sehr unterstützend in ihrer Arbeit. Ja. Liebe Zuschauer, liebe Mapper, liebe Freunde der Sonne, bitte entschuldigt, dass ich hier thematisch so springe, aber es ist unfassbar aber so spannend. So ist das Leben. Ja, es ist sprunghaft. Ja. So wie die Stimmung. Die Stimmung manchmal auch, aber wir sind hier in konstanter Fröhlichkeit und Heiterkeit. Trotzdem will ich den Volker gerne fragen, weil als ich dich kennengelernt habe, warst du ja quasi schon aus deiner Depression raus. Ich habe dich ungefähr vor 10 Jahren, nein, nicht vor 10, vor 8 Jahren, vor 7, 6, 2008, 2009 habe ich dich so kennengelernt. Ja. Da warst du noch im Prozess. Aber Licht und Liebe hast du angefangen zu machen. Was war denn für dich das Aha-Erlebnis? Wann hat es bei dir Klick gemacht, dass die Sucht, weil ich war auch süchtig, da möchte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen gleich. Volker hat so ehrlich und so herzlich über seine Vergangenheit geredet. Und ich finde, man muss zu seinen Fehlern stehen. Das ist ganz wichtig. Richtig. Und ich stehe auch dazu. Ich war auch Marihuana-süchtig, Gras-süchtig. Hm. Ich habe ganz früher mit 16 Jahren, 15, 14 Jahren verkauft sogar. Gras verkauft an der Schule. Ich habe es auf dem Gymnasium gemacht. Ein anderer Kumpel hat es auf der Realschule gemacht. Und ein anderer auf der Hauptschule. Und wir waren so zu dritt unterwegs. Und diese Sucht ist dann nochmal wiedergekommen. Und bis letztes Jahr hatte ich damit noch zu kämpfen. Und es ist egal, das möchte ich jetzt hiermit einfach sagen, welche Droge es im Endeffekt ist. Ob es Alkohol ist oder Gras oder Koks oder Heroin, Schore oder Crystal Meth. Warum? Oder nicht nur diese materielle. Lass mich ganz kurz noch zu Ende reden, Volker. Ja. Es ist ganz wichtig, weil sobald diese Droge der Mittelpunkt deines Lebens ist und dir Dinge, die dir normalerweise Spaß machen, keinen Spaß mehr machen, und du nur noch Glück mit dieser Droge verbindest, dann ist es Abhängigkeit. Richtig. Und damit stumpft man emotional ab, wird vergesslich und es geht dann nur noch um die Droge, um den Konsum und um den Rausch. Und deine Freunde, was dir von Herzen Spaß macht, deine Leidenschaften, die fallen alle unter den Tisch und die werden vergessen. Und das ist Abhängigkeit, ja. Das ist diese Flucht. Und die habe ich auch zutiefst erlebt. Ich konnte nicht mehr normal ins Kino gehen, weil ich musste kiffen. Mhm. Ich konnte nicht mehr normal mich mit jemandem treffen. Ich musste breit sein. Ich konnte kein Date mir richtig mehr organisieren. Ich musste dicht sein. Ja, also es war einfach, und wir wissen, deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal reingeführt, weil du so offen darüber redest. Jetzt richtig. Nur meine Frage, jetzt kannst du auch gerne alles sagen, was du wolltest, wie du da rausgekommen bist. Du hattest jetzt angedeutet, die Abhängigkeit. Und die gibt es ja nicht nur von materiellen Dingen, also Drogen. Das kann also auch eine immaterielle Abhängigkeit sein. Zum Beispiel die Spielsucht. Die Leute, ist ja schon bekannt, der Spieler war so ein berühmter Roman. Der hat riesen, sein ganzes Erbe hat er verspielt. Und auch zum Beispiel Abhängigkeiten in den persönlichen Beziehungen. Das sind Abhängigkeiten sehr oft. Ein Tauschgeschäft. Tauschgeschäft, ganz genau. Und wenn du mir ein bisschen Liebe gibst, dann kriegst du von mir auch Liebe. Ja, ja. Und genau. Das kann so nicht funktionieren. Wir hatten ja schon angesprochen, die bedingungslose Liebe. Da bin ich ja über eine Berlinerin
reingekommen, die Maria. Pura Mariam. Pura Mariam. Die hatte ja auch diese Kölner Gruppe im Grunde genommen auf den Weg gebracht. Mhm. Slawen und, auch noch dabei. Ja, ja. Im Grunde Maria, ja. Und das war dann im Grunde genommen ein wesentlicher Punkt in meinem Leben. Die bedingungslose Liebe, die fängt nämlich bei mir selbst an. Hm. Wenn ich mich selbst liebe, erst dann bin ich in der Lage, auch andere Menschen wirklich zu lieben. Und da ich ganz tief unten gewesen war, mit Selbstmordversuch, da habe ich jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr, auf einen anderen Menschen herabzublicken. Genau, das ist wunderschön, was der Volker gerade sagt. Ich sage auch, ich habe alles gesehen auf der dunklen Seite. Von Aggression, Faulheit, Sucht, Arroganz, kleinen Erbsenzählerei, alles. Und deswegen habe ich unfassbare Empathie. Und diese Empathie bedeutet einfach Mitgefühl. Volker ist nichts Menschliches mehr fremd, egal wie abgrundtief jemand stürzt. Er sieht das Göttliche in ihm, genauso wie ich das Göttliche in ihm sehe, die beste Version. Deswegen mit My Advertising Pace sehe ich, wie die Leute reich sind, blühen, wie sie wieder frei sind, wie sie wieder gesund sind, wie sie wieder strahlen können. Das ist ja das schönste Gefühl, wenn jemand wieder Strahlen in seinen Augen empfindet. Weil er nicht mehr abhängig ist von einem Arbeitgeber. Ja, genau. Nicht mal die strampelnden Hamster. Und ich möchte das jetzt auch noch kurz noch was dazu sagen, weil die Leute denken, mein Schwarz-Weiß. Manchmal ist eine Sucht, Zeit ist relativ, manchmal dauert es Jahre, manchmal dauert es Monate, Aggression, kann genauso schnell vorbeiziehen wie dunkle Wolken im Endeffekt, ja. Manchmal halten sie sich länger auf und es gibt einen Sturm im Leben, dann sind die wieder weg, aber es ist nicht so, dass es dann man nur das erlebt. Eine Sucht, damit bewältigt man mehrere Themen gleichzeitig, so sehe ich das zumindest. Also nicht nur das Thema Sucht, sondern das sind auch Menschenhass zum Beispiel, ja. Also ich habe auch Menschenhass empfunden. Aber das ist nicht so, dass ich das jeden Tag hatte, sondern einfach nur in gewissen Momenten, gewissen Phasen, wenn man frustriert war, wenn man sich verglichen hat, wenn man zugelassen hat, dass das Ego einen runterzieht und das Ego einen bei den Eiern hat, quasi. Ja. Deswegen sagen Rapper ja auch nicht, das Ego fickt dich. Oder du lässt dich ficken von deinem Ego. Das ist einfach nur eine Metapher für, du lässt dich versklaven. Hm. Du lässt dich quasi, Hallöchen! Servus. Guten Tag. Guten Tag. Genau, hier ist eine nette Familie. Guck mal, wir können auch mal gleich zu dem Baum gehen. Der ist auch nämlich richtig schön. Ja. Der steht da so stabil. Weil hier in dieser Ecke habe ich ja noch gar kein Interview geführt. Genau. Ach so, ich wollte ja auch noch was. Nimm mal noch ein Schlückchen hier. Hier mitgeben. Du wolltest mir noch was mitgeben? Aus dem. Du hattest mich ja gebeten. So ist das hier, ja. Da ist einmal. Ach genau, schlaue Weisheitssprüche. Ein guter Aphorismus ist die Weisheit eines ganzen Romans in einem Satz. Ist die Weisheit eines... das ist aber gut. Aphorismus ist tolle Weisheit. Aphorismus bedeutet ja Spruch, oder? Also kann man so sagen, oder? Ja, der Spruch hat wiederum eine negative Bedeutung bei uns bekommen. Ja. Sprüche, Klopfer und so weiter. Und dann habe ich hier noch was, schöpferische Impulse für jeden Tag von Robert Theodor Beetz. Ja, da habe ich... Jetzt dein Lieblingsspruch bitte, da sind wir mal gespannt. Weißt du eigentlich, dass wir jetzt schon eine Stunde laufen, Volker? Ja. Ist dir das bewusst? Da habe ich komm, noch... Komm, geh mal zum Baum des Lebens. Ich habe viele Blätter abgerissen, den Spruch vom 5. Mai. Der Spruch vom 5. Mai, am 5.5. ist auch was Gutes passiert. Komm, wir gehen mal zum Baum. Licht rausgeschmissen, weil er sehr inhaltsreich ist. Und zwar lese ich den jetzt mal vor. Bitte. Mai, Donnerstag, 5.18. Woche. Was schenkst du der Welt bzw. den Menschen durch dein Sein und Tun? Fragezeichen. Wem dient das, was du tust und was du bist? Machst du diese Welt hierdurch lebens- und liebenswerter? Nimm dir Zeit für deine Antwort und formuliere sie für dich schriftlich. Das brauche ich nicht mehr schriftlich formulieren. Ich weiß, kenne jetzt den Sinn meines Lebens. Ganz einfach zu sein und mich führen zu lassen von den geistigen Kräften. Mhm.
Einfach zu lachen, ja. Jetzt stellen sich die Zuschauer, ja, von wem lässt du dich denn leiten? Von den Dämonen oder von den Engeln, lieber Volker? Die geistige, Kobold, ne? Die geistige Welt, die unterscheidet nicht zwischen Gott und Teufel. Es gibt nur einen Gott. Und im Prinzip alle seine Mitarbeiter dienen Gott. Auch wir Menschen hier auf der dreidimensionalen Welt sind seine Diener. Natürlich lässt er den Menschen die Freiheit, auch mal eigene Wege zu gehen, aber letztendlich ist alles im Universum sinnvoll. Nur wir erkennen das sehr oft nicht. Genau, und trotzdem, genau aus diesem Grund ist es wichtig, Kontrast zu erleben, auch mal ein bisschen Schatten zu spüren, um sich wieder darauf zu besinnen. Deswegen sind wir auch inkarniert, dass diese Welt ist ein Schulungsplanet, um einfach zu erkennen, wer wir sind, zu unserer Göttlichkeit zu finden. Und ja, wie gesagt, die Medien, Pharmaindustrie, Regierung und Ernährungsbranche, die sorgen noch dafür, dass du abgetrennt bist von deinem wahren Dasein, von deiner wahren Sinnhaftigkeit. Denn du bist sinnvoll, du bist göttlich, du bist intelligent, du bist kreativ, du bist großzügig, du bist demütig, du bist respektvoll, du bist Vergebung, du bist Humor, du bist Witz, du bist Leichtigkeit, du bist einfach Willensstärke, du bist unfassbare männliche Kraft und weibliche Kraft in einem. Und deswegen lasse zu, dass die Quelle in dir, aus dir, durch dich leuchten und strahlen kann, und dann bist du so happy wie der Volker. Und dann treffen wir uns wieder hier. Du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, Vergebung. Das verstehen die meisten Menschen auch nicht, wie wichtig Vergebung ist. Wir vergeben den Menschen, die einem vermeintlich Unrecht angetan haben, oder meinen Eltern, die mich so schlecht erzogen haben. Sie haben ihr Bestes versucht, mir mitzugeben. Gut, sie sind aus ihren Elternhäusern, haben sie diese Traditionen weitergegeben, was sie mitgemacht hatten. Richtig. Aber Sie wussten es nicht besser, und sie konnten sich auch nicht verändern. Richtig. Ich habe den Mut gehabt, mich zu verändern. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Angst ist eine ganz große Bremse. Entweder hält sie uns zurück von unserem Weg, oder aber sie lähmt uns auch, die Angst. Richtig, richtig, ja. Also bei Angst, wenn man Angst hat, gibt es nur zwei Reaktionen: gegen Kämpfen oder Erstarren. Und beide sind nicht gerade tunlich für unser Weiterkommen. Genau, und wenn man die Angst überwunden hat, dann kann man seine Komfortzone, seine Grenzen auch ausweiten, seinen Horizont erweitern, und somit ist man dann auch größer geworden in seiner Persönlichkeit, wenn man die Angst anschaut. Besiege deinen inneren Drachen. Erst wenn du den Drachen konfrontiert hast und ihn besiegt hast, kannst du ihn auch reiten. Also deine Angst, deinen wahren Schatz. Lieber Volker, wie viel Zeit haben wir noch? Wann musst du los? Eine Viertelstunde haben Viertelstunde. Wir noch Zeit. Zwei große Themen jetzt noch. Eigentlich wollte ich das Interview jetzt schon abbrechen, weil ich mir denke, okay, wir sind schon über eine Stunde. Das ist lang. Gehen wir mal da vorne noch zu den Blumen hier vorne. Kannst du ruhig liegen lassen, da passiert nichts. Okay. Ein Thema. Das sind nochmal ganz kurz die Flüchtlinge, weil du warst ja selber Flüchtling. Richtig. Wie ist deine Ansicht zum Thema Flüchtlinge? Und weil du kennst dieses Gefühl, dass man flüchten muss aus einer Stadt, oder? Das ist, ist ja jetzt gerade das Thema in Deutschland. Die Flüchtlinge, Flüchtlingsströme, das wird wiederum manipuliert von den USA. Die haben ein Interesse daran, hier in Deutschland Unruhe zu verbreiten, weil sie dann wiederum die gut argumentieren können, ja, wir brauchen mehr Sicherheit, wir sind ja schon so in einer Kontrolle, das ist kaum vorstellbar, aber das geht ja, die wollen ja noch weiter kontrollieren. Zum Beispiel soll das Bargeld abgeschafft werden und dann nur noch über elektronische Wege bezahlt werden.
dann werden wir wiederum noch durchsichtiger, ja, wenn wir kein, da argumentieren sie, die 500-Euro-Scheine, die brauchen sowieso nur die Mafiosi für ihre Schwarzgeschäfte, oder wie unhygienisch die Geldscheine sind. Alles oder Münzen, Quatsch. Ja. Ja, oder Münzen, oder alles, Münzen. Quatsch. Alles Quatsch. In Schweden haben die das sogar schon zugelassen. Ja. Da ist Bargeld abgeschafft. Wenn man da also auf eine öffentliche Toilette gehen will, muss man mit seinem Smartphone bezahlen. Ja, das ist absurd, absurd. Das ist echt absurd. Aber du sagst, da ist ein Plan hinter, und die wollten Deutschland, Österreich und das Zentrum Europas destabilisieren. Richtig. Und zwar haben die USA große Angst vor einer Vereinigung Europas mit Russland. Richtig, die Ressourcen und die Technik vereint quasi, ja, und das würde einen... Das wäre, die USA wäre dann ein mickriger Haufen. Mhm, genau. Und davor haben sie Angst. Mhm. Und unsere ganzen Systeme sind bereits überholt. Die Wirtschaftssysteme, Kommunismus ist schon erledigt. Dann Kapitalismus, der kann sich nur noch mit Gewalt halten. Mhm. Unsere Finanzsysteme zerbrechen. Der Euro ist schon so gut wie tot. Denn was da an Griechenland hätte gar nicht erst in die Währungsunion Kommt also ich dürfen. Glaube, die versuchen, Zentraleuropa, Deutschland, Österreich und die Schweiz und so weiter zu destabilisieren mit den Flüchtlingen, damit sie dann einen Reset-Knopf drücken können, ja, damit hier Bürgerkriege ausgelöst werden, richtig, damit die Leute sich selber bekämpfen. Und ich bin nämlich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die versuchen, den Dollar zu retten, den Dollar über die Runden zu kriegen. Und der Euro wird gewinnen im Endeffekt. Ich glaube, dass der Euro die Währung der Zukunft sein wird. Aber gut, das ist Mutmaßung. In Österreich, da soll ja jetzt eine Volksabstimmung stattfinden. Aber bald wird sowieso digitale Währung, ist eh die Zukunft, Kryptowährung. Aber ich glaube, dass der Euro sich zumindest gegen den Dollar durchsetzen wird. Dann hätten wir das Thema Flüchtlinge. Danke für diesen tollen Einblick. Ja. Jetzt noch letztes großes Thema. Da gehen wir kurz zu den Blumen. Ja, du bist ja verheiratet. Das ist richtig. Da bin ich allerdings auch von der Frau, die mich geheiratet hat. Ich vermeide das Wort meine Frau. Es ist nicht meine Frau. Seht ihr, wie demütig dieser Mann ist? Meine aber Frau, die, aber ja gut. Die, es ist deine Liebe. Ich meine, man kann das ja auch auf menschlicher Weise. Ja, natürlich. Aber die Eifersüchtigen, die nehmen das ja sogar wörtlich, ja, meine das Frau. Das stimmt. Und ich habe da auch einen kennengelernt, einen Eifersüchtigen. Ja, die Frau, die war praktisch in einem Gefängnis. Ja, das ist oft so. Ich kenne auch eine Anwältin, da hat ein Mann sogar seine Frau umgebracht, weil die Frau fremdgegangen sein soll. Also das hat mit Liebe 0,0 zu tun. Nein. Freund der Sonne. Jetzt frage ich den lieben Volker, jetzt abschließend. Wir laufen jetzt schon 1 Stunde und 7 Minuten. Was ist denn das Geheimnis einer glücklichen Beziehung? Denn wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 1996 verheiratet. 20 Jahre. Ja, Glückwunsch. Allerdings hatte mich meine Frau zwischendurch auch mal betrogen, von 2003 bis 2005. Da hatte sie von meiner Schwiegermutter erfahren, dass ihr ehemaliger Verlobter verwitwet war. Und da meinte sie wohl, der müsste getröstet werden. Ja, die haben sich getröstet. Ja, was die ist Beziehung das? Dauerte dann. Das ist ja dann manchmal Karma, ne? Ich habe das erfahren am 3. Oktober 2003. Das war an meinem 60. Geburtstag. Da waren wir zusammen auf Usedom im Urlaub. Und da stand dann nachmittags ein fremder Mann vor der Tür, für mich fremder Mann. Ja, und der entpuppte sich als der Liebhaber meiner Frau. Ja, jetzt will ich dich schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, mit 60 Jahren und dann noch dann, ein Liebhaber da. Ja, kam ich ja auch noch in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ich hatte also Zeit, den Kummer zu ersaufen, aber die Sorgen können schwimmen. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie bist du damit umgegangen? Wie würdest du heute damit umgehen? Ja. Aber erinnerst du dich an die Ausgangsfrage? Was ist das Geheimnis zu einer glücklichen Beziehung, Volker? Und richtig, da ist auch dem Menschen
Freiraum zu gewähren. Meine Schwiegermutter war am 8. April dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Da gönne ich meiner Frau natürlich immer wieder, dass sie ihre Schwiegermutter besucht, dann auch da übernachtet und so weiter und so weiter. Dann habe ich ihren Hund an der Backe. Die Hunde und die Frauen. Aber das mache ich doch gern. Denn Menschen an sich binden zu wollen, das geht nicht. Aber also du hast, also ihr seht, das Geheimnis zum Glück in einer Beziehung ist auf jeden Fall Vergebung. Er hat diesen Seitensprung vergeben. Freiraum dem anderen geben, dass derjenige sich entfalten kann, so wie er möchte. Auch die Leute frechen, Leute treffen darf, die er möchte, wie Schwiegermutter. Auch wenn es viel ist, so kein Problem, ist auch schön. Und was würdest du noch sagen, ist ein Schlüssel zu einer erfolgreichen, guten, langfristigen Beziehung? Ihr seid doch schon sowas wie Dualseelen, oder? Also würdest du das so unterschreiben? Ich oder? Meine, die Frau hat mich von Anfang an benutzt, weil sie... Jetzt geht's hier los. Ich will hier was über Glück in Beziehung. Ey, die Frau hat mich benutzt. Ich werde auch andauernd benutzt von meiner Frau. Meine Frau benutzt mich die ganze Zeit. Du benutzt mich. Sie wollte aus ihrer Ehe mit einem aggressiven Alkoholiker rauskommen. Ihre Tochter war damals 9 Jahre alt und sie hat mich benutzt, um da rauszukommen. Okay, das habe ich erst natürlich erst hinterher so rausgekriegt. Sie hat mir da was vorgespielt, Liebe und Sexualität und. Gut. Aber 20 Jahre zusammen, da, das ist schon... Ja, ich... Ist eine Erfolgsgeschichte oder ist es eine Tragödie? Nein, eine Erfolgsgeschichte. vollkommen klar. Und da hatten wir ja auch schon angesprochen, wie das funktionieren kann. Vergebung, dann Freiräume lassen. Ja, loslassen vor allen Dingen. Auch loslassen von Vorstellungen. Und ich meine... Ich bin auch so ein Stückchen Hausmann. Ja, ist doch gut. Toni Micheli, wer ist hier der Boss? Ja, und es, ich meine, man kann da keine Patentrezepte jetzt geben. Da muss schon jeder für sich selber den Weg finden, auch seinen eigenen Weg. Ja. Da kann man keine Ratschläge geben. Also mein Weg ist folgender. Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Frau, wenn wir dann... ja, alt sind, um die 100 Jahre, dass wir dann auf einer Bank sitzen miteinander, Händchen halten. Immer noch Händchen halten. Und ja, Händchen halten müssen wir nicht mehr, wir sind ja im Herzen verbunden, aber dass wir in die Ferne schauen und vielleicht eine Kreuzfahrtreise machen, einfach die ganze Welt nochmal sehen und einfach in die Ferne blicken und lächeln und einfach die Ewigkeit spüren und das einfach machen als Freunde, als, als Weggefährten und als... ja, Wegbereiter und als Menschen, die als Legenden. Ich möchte diese Welt als Legende übrigens verlassen. Ich weiß nicht, wie du. Ich möchte ein Vermächtnis hinterlassen. Das solltet ihr euch sowieso fragen. Was möchtet ihr? Woran sollen sich die Leute erinnern, wenn ihr gestorben seid? Was möchtet ihr hinterlassen auf dieser Erde? Woran sollen die Menschen denken, ja, wenn ihr hier diesen Körper verlasst? Also man sollte schon eine Spur hinterlassen, ein Zeichen setzen, eine Handschrift hier eingravieren auf diesen Schulungsplaneten. Ja. Und das war wichtig, dass ich den Sinn meines Lebens erkannt habe und immer mehr erkenne. Und das war ja auch jetzt dieser Leitspruch vom 5. Mai diesen Jahres von Robert Beetz. Die Sinnfindung ist wichtig. Ja, sehr gut. Mein lieber Volker, wir haben den Sinn lieber gefunden. Thomas. Es war ein unfassbares Moment. Wir sind bei 1 Stunde und 15 Minuten. Ich danke dir. Ich danke dir. Von Herzen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück in deiner Beziehung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Wirtschaft. Also mit MyAdvertising Pays. Volker ist jetzt gerade bei ein paar Credit Packs bei 3. Aber das wird bald ändert sich ganz klar. Ich bin wieder in einem neuen Geschäft. Und dann will ich MAP aufbauen. Ausbauen, schön aufbauen, Map. Ausbauen. Das wirst du wirst locker 100 Jahre alt, bin ich mir sicher. Abwarten, so Gott will. Es gibt ja einen Song.
Mit 88 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 88 Jahren, da fängt das Leben an. So, nee, aber jetzt ernsthaft. Es war, Ernst und Humor liegen immer beieinander. Richtig. Ich danke dir wirklich für dieses tolle Interview. Ich glaube, es wird ganz viele Herzen da draußen treffen, berühren. Ein Mann, meine Damen und Herren, der die Dunkelheit gesehen hat. Ein Mann, der das Licht gesehen hat. Und ein Mann, der sich erfreut an jedem Atemzug. Es ist mir eine Ehre, ihn zu kennen. Und wir verabschieden uns jetzt und, mit den gleichen Worten. Wie und uns, es ist schön, wenn man Freunde hat. Auch wenn wir jetzt eine Zeit lang uns nicht gesehen haben. Ich war trotzdem in Gedanken sehr oft bei dir. Danke. Und das ist dann schon wieder eine Verbindung. Absolut. Und diese räumlich da unbedingt immer zusammenhocken, genau, muss nicht sein. So definiere ich auch wahre Freundschaft. Man macht da weiter, wo man beim letzten Mal aufgehört hat. Ja, ohne Vorwürfe, sondern man versteht den Prozess des anderen und freut sich. Du warst bei meinem Musikvideo dabei, bin ich dir auch sehr dankbar nach wie vor, ja, dass du mich unterstützt hast bei der Vision. Wenn du wieder mal einen Komparsen brauchst. War der Hammer, war der Hammer. So, mein lieber Volker, ich verabschiede mich mit den gleichen Worten. Namaste, wie ich dich heute Namaste begrüßt habe. Ja. Also es bedeutet, ich verneige mich vor deiner Göttlichkeit. Richtig. So. Und die Göttlichkeit ist in jedem Menschen. Wir alle sind Kinder Gottes. Und da haben wir keinen Anlass, auf irgendeinen Menschen geringschätzig zu gucken. Oh, wundervolle letzte Worte, mein lieber Volker. Also Wertschätzung, Dankbarkeit und Freude. Ich grüße euch aus dem Licht, aus der Liebe und aus der Großzügigkeit des Lebens, aus der Natur, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis zum Schluss und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Danke.